meine lieben Leseratten und Hörbuchfreunde. Wir haben heute Tag des Abrackerns und deswegen sitze ich hier und racker mir für euch ihn ab. Auf den Montag, ne? Schulferien sind vorbei in Berlin. Arbeiten müssen wir alle wieder rumrackern und ackern wie die fleißigen Bienchen. Während andere Bundesländer sich jetzt erstmal einen faulen Lenz machen. Das ist doch schön. Vereinte Deutschland. Wir kommen jetzt erstmal zur Auslosung von dem Set für die Schultüte, weil ihr wollt nämlich nicht, dass ich Zuckertüte sage, weil das ja ein Ossi-Begriff ist, ne? Und da sind 8 Leutchen auf meinem Rädchen und so, ja, Neulinge dabei. Das freut mich immer besonders. Und ich drücke allen ganz doll feste die Däumchen. Gewinner ist... Topsy, mein Jutta, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich schicke dir dieses ganze Set zu, wenn du mir deine Adresse zuschickst. Wir sind bei Twitter, Facebook, Instagram oder hier unten ist unsere E-Mail-Adresse verlinkt. Einfach innerhalb der nächsten 14 Tage bitte uns deine Adresse zukommen lassen und dann geht dieses Paket zur Post. Herzlichen Glückwunsch, freut mich für dich. Alle anderen nicht traurig sein, dann kommt ja immer mal wieder was Schönes. Hoff ich doch mal. So, kommen wir jetzt zum nächsten. Und da stehen hier Teufelsweiber. Ja, ein sehr, sehr interessantes Buch, ne? Teufelsweiber, 100 Frauen, die die Welt auf den Kopf stellen. Dieses Buch gibt es bei Amazon für 24 Euro. Alter Falter, diabolischer Preis ist das, ne? 344 Seiten seit Oktober 2018 auf dem Markt erhältlich. Hier drin sind 100 Porträts von Frauen, wa? Wie schon Teufelsweiber sagen. Und da sind natürlich so klassische Sachen wie Kleopatra und Mata Hari und Nina Hagen und Marlene Dietrich und irgendjemanden hat den hier noch aufgeschrieben. Marie Curie, ne? Da sind die Porträts drin. Aber viel interessanter sind die, die man ja nicht so kennt, die Frauen. Da haben wir so eine ganz fiese, ne, die Irma Krese und Gisela Berla war eine Bankräuberin, eine sehr stilvolle, würde ich das sagen. Und Marianne Bachmeier war auch nicht so eine nette Frau, ne? Wenn ihr das alles wissen wollt, müsst ihr natürlich das Buch hier lesen, was die so gemacht haben, was da für Menschen hinterstecken. Außerdem ist ja mal krass, in wie vielen Königshäusern Leute wegen Frauen umgekommen sind. Was die Frauen im Hintergrund so meucheln, alter Falter, ne? Ist nicht schlecht. Und, was auch sehr interessant ist, keiner weiß so richtig, was Beate Use vor ihrem Sexshop-Leben gemacht hat. Und wieso das eigentlich dazu gekommen ist, dass sie so Sexspielzeug verkauft. Hat nämlich alle einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Und die hat was ganz anderes früher gemacht. Die war nämlich mal so, überhaupt nicht so anrüchig. Die hat nämlich was ganz Normales gemacht. Für eine Frau wiederum eigentlich nicht. Aber um das herauszufinden, was das ist, müsst ihr natürlich dieses Buch lesen. Und damit ihr nicht die 24 Euro bezahlen müsst, könnt ihr das ja jetzt hier gewinnen. Hier hinten steht jetzt ganz viele von dem, was ich schon gesagt habe, weil das geht ja um Biografien. Und das Schöne ist, dass es nicht trocken geschrieben ist. Es ist wirklich humorvoll und lustig geschrieben, sodass man sich auch wenigstens mal ein paar Sachen merkt und nicht dabei einschläft. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Um mitzumachen, müsst ihr mir eigentlich nur eine Frage beantworten. Und das wäre, was ist euer berühmtes, beliebtestes Teufelsweib? Also wo sagt ihr, alter Schwede, die Frau ist ein echter Teufelsweib? Das gerne bis zum 10.8. hier unten in die Kommentare. 0 Uhr ist dann Anmeldestopp und ihr kommt dann nächste Woche auf diese schöne Losrädchen und könnt Gewinner oder Gewinnerin werden. Ich würde mich da sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine teuflisch gute Zeit. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.